Zwei Kontrahenten treffen aufeinander in einem Best of Five. Der Gewinner bekommt Ruhm und Ehre. Der Verlierer jedoch muss eine Bestrafung über sich ergehen lassen. Willkommen zu Niska vs. Eren. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, ihr hochgradig attraktiven Individuen da draußen an den Empfangsgeräten. Niska hier. Und wie immer bin ich begleitet von meinem wunderbaren Kollegen Eren. Eren, sag mal was. Moin. So, wir gehen heute in das Staffelfinale von Niska vs. Eren. Aber, Kinas, das war natürlich nicht das letzte Mal, dass wir den ganzen Kram gedreht haben. Und schauen wir doch mal rein, wer heute als finaler Sieger rausgehen wird aus dem ganzen Bums. Natürlich, wie jedes Mal, würde ich mich doch über ein kleines Abo hier auf dem Kanal freuen, da wir eine Menge Arbeit in den ganzen Kram hier schon reinsetzen, auch im Nachhinein im Schnitt. Und natürlich hält das auch die Motivation zum Content Creating hoch. Und mit den Worten verabschiede ich mich jetzt mal direkt und wir gehen rein in Runde 1 und ich bin richtig gespannt, was uns jetzt erwarten wird. So, und dann gehen wir jetzt rein in Game 1. Let's go. Draw some more main. Ja. Scheiße. Oh! Lass mich nachdenken. Das ist nicht geil. Ja, Foolish Burial. Ja. Ja, auf Foolish Burial Thinking, was ich mir reinjagen will, tatsächlich. Gizmic Orochi. Ja. Das sieht so aus, aber als ob ich jetzt einfach noch zwei Karten setze und du bist, mein Lieber. Draw? Ja. Standby? Ja. Main? Ja. Dann fangen wir an mit Traden. Kosten sind Cerato. Traden ist fein. Eins, zwei. Dann sage ich... Effekt Foxy Tune. Ja, ist okay. Discard Foxy Tune, ist Special aus dem Deck. Zermi. Mhm. Dann sage ich Effekt Zermi, Zahl 600. Das muss ich überlegen. Ich werde auf Chaos Ruler stoßen, das ist schon mal richtig cool hier, ne? Ja, mach. Searche mir den da. Ah, okay. Dann sage ich Normal Summon. Normal Summon Flying Carp. Warte, was ist denn sein Effekt? Zahl 600 fusionier in meinem Turn oder im gegnerischen Zug Zahl 600 und Synchro Summon. Wovor fusionierst du? Wie bitte? Wovon fusioniert der Handfriedhof? Hand und Feld. Okay, gut, mach mal weiter. Zahl 600 zum Fusion Summon. Bist du auf 6-8, ne? Ja. Warte, Chain Ogre. Ja. Dann Effekt X-Shill. Ich werf sie und eine Dark Lord-Karte ab, um 2 zu ziehen. Ist okay. E-Tele. Och, deine Mama, Alter. Ja, ist okay. Ich hasse E-Tele so sehr. Das ist so eine Scheißkarte. Und hier einmal Seami. Mhm. Dann gehe ich mit Hulk den beiden auf Hulk, genau. Dann sage ich Effekt. Droplet. Schmeiß weg Cosmic. Ja. Dann sage ich Battleface. Und greift für 750 an. On Attack Declaration, Effekt Gizmic Orochi. Banish die Turbos und 8 Karten von meinem Deck face down. Ja. Ist okay? Ja. Special in Death. Bist du redeclaren? Ne, ich greife den nicht mehr an.
Dann bist du. Alrighty, draw a turn. Stammer Main. Oh, natürlich, yeah. Natürlich. Pack den Ball mal in Angriff. Jetzt muss ich mal kurz. Ich habe diese Karte in meinem Leben noch nie zuvor gespielt. Effekt von Orochi. Ja. Banish. Was bin ich denn hier raus? Tatsächlich 1, I guess. Wobei, ne, das Ding ist okay. Das Ding schmeiß mal raus. Das Ding schmeiß mal raus und I don't fucking know, I guess. Das Ding schmeiß mal raus. Pop dein Hulk. Ja. Warte. Banish das Ding face down oder face up? Dann du kannst da einfach verdeckt verbannen. Okay. Battleface 2450. Ja. 3, 1, 2, 3, 4, 5, warte, 1, 2, 3, 4, 5, so, Main Phase 2, ich gebe ab. Draw, wie viele Handkarten hast du? 2. Oh Mist. Das ist nicht so geil. Dann, Main Phase? Ja. End Phase. Yes! Draw! Ja. Es macht sie besser! Meine Fresse, was ist denn das wieder für eine Folge? Geiles Finale haben wir ja aufgebaut, muss ich schon sagen. Battlefest 2450. Ja. Yeah. Upsala, warte. Oh Gott. Ich habe mir selber Lebenspunkte abgezogen, stimmt tatsächlich. LOL. Warte, dann. ich habe den falschen Lebenspunkt abgezogen. Warte, du bist auf 6800 minus 2450 minus 2450. 50 bist du auf 1900 runter. Ja. Ja, sieht man auch. Ich setze eine runter und du bist. So, Herz der Karten. Jo. Das Geile ist, du weißt noch nicht mal, was ich spiele. Ja. Effekt Ogre Dance zum Searchen. Ist okay. Ich suche mir. Der Note. Ja. Und dann sage ich Game 2. Yes! 1, 2, 3, 4, 5. Und dann würde ich anfangen. Wow, komm, ich schockt. So. Dann sage ich Standby Main. Ja. Perfect Ogre Dance. Zum Searchen ist okay. So. Mhm. Normal Sermi. Mhm. Teil 600 zum Searchen. Ja, ist okay. Ich searche mir Ear Note. Mhm. Effekt Ear Note zum Special. Außer Hand. Discardest du ja. Für Kosten? Nee, ich zeig die vor, dann special ich einen von beiden. Ach, dann specialst du einen von beiden. Handkarten hast du wie viele noch? Drei. Drei Handkarten hast du noch, sagst du. Gamma. Okay. Das heißt, die wird... Negated und zerstört. Zerstört, die bleibt auf der Hand. Bin ich mir ziemlich sicher, aber ich lese nochmal nach. Ja, das ist vollzeitig. Das ist richtig. Ja. So, da muss ich nochmal überlegen. Hm. Alter, die Handtraps sitzen heute. Naja, ich hab jetzt. Alter, ich spiel aktuell in dem Format, wo so ziemlich jedes zweite Deck irgendeine Geschmacksrichtung vom Punk ist. Da kann man sich auch schon mal großartig grob denken, wo man dir die Handtraps schmeißt. Okay. Die Tatsache, dass du auch genormelt hast, sagt mir, dass du jetzt keine E-Tally. Aber seitdem du gehst das E-Tally wieder für Halke Fabrics und das ist kein gutes Play. Von dem her, da bin ich absolut zufrieden mit. Ich glaube, ich sette eine Karte. Ja. Und gebe ab. Thinking. Aber was kommt jetzt? Endphase Effect Gizmic Orochi. Banish die Top 8 Karten. Ja. Zum Special aus der Hand ist okay? Mhm. Special ihn selbst und die beiden werden gebanished. Alrighty. Draw for turn. Ja.
Standby Main. Hast du was für mich? Ist fein. Ist fein, sagt der Herr. Ich glaube, ich kann es meine Strategie bekannt geben, was ich spiele. Will ich, das ist die Frage. Bist du bereit für das dümmste Deck, was du in deinem Leben je gesehen hast? Ja, schieß los. Ich pack erstmal, aktiviere erstmal den Effekt von Orochi. Wir banishen 1, I don't know, 2 und 3 und poppen dein Monster. Ja, ist fein. So. Ich aktiviere als nächstes den Effekt von Cyber Dark Claw, um mir eine Cyber Dark Spelltrap zu adden. Okay. Wir adden uns Cyber Dark Realm. Ja. Ich aktiviere Realm, um mir eine Cyber Dark Monster zu adden. Und dann kriege ich auch eine zweite Normal, wenn ich will. Ist okay für dich? Ja. Wir adden uns damit Cyber Dark Cannon. Dann aktiviere ich den Effekt von Cannon, um mir einen Cyber Dark zu adden. Monster. Ja. Oh wow, hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen werden. Tatsächlich. Ja, Moment. Okay. Dann adden wir uns auf das Ding nochmal eine Kopie von Blaue tatsächlich. Dann. Normal sammle ich ein Cyber Dark Horn. Effekt Horn umsummen. Target. Ich kann einen Dragon im Graveyard targeten, der Stufe 3 und in dieser Runde an ihn ran equippen. Und was passiert, wenn er equipped ist? Dann kriegt er den Angriff oben drauf und das war's. Achso, okay. Ich targete tatsächlich dann meine. Warte. Target Kanone, um ihn an ihn ranzuhängen. Macht der was, wenn er drunter liegt? In Damage Step, also nachdem ich angegriffen habe, darf ich ein Monster vom Deck auf den Friedhof legen, das war's. Okay. Ist okay? Ja. So, der ist auf 2400. Dann packen wir mal den in Angriff. Ja. Let me have a thinker hier tatsächlich noch. Dann haben wir wie viel? 2400. Das sind wir bei 4850. Battleface. Ja. 2400? Ja, nehme ich beides. War das mit 2400 Effekt, um was im Friedhof reinzulegen? Das ist ein Damage Step. Ja. Wir hauen uns rein, Destrudo. Der mildt irgendein Monster? Irgendeine Karte. Oh, ne, irgendein Monster, tatsächlich irgendein Monster, ja. Okay. Und dann 2450. Ja. Main Phase 2 und du bist. Draw. Mhm. Standby. Main. Ja. Dann sag ich. Ah, oh, das ist so ein richtiges Rotzduell gerade. Effekt Foxy Tune. Was zeigst du vor? Die Discarded. Da brauche ich nichts vorzeigen. Ja, dann Discarded. Discarded eine Karte. Ja, dann Discarded doch. Discarded Ding nicht für Kosten oder was? Nee. Was macht das Ding jetzt genau? Sie specialt mir ein Stufe lower als 8 Punk aus dem Deck. Aus dem Deck? Ja. Ogre? Das ist von der Hand. Ja, wirfst du auf den Friedhof oder was? Ja, ich zeig den Effekt an und möchte die jetzt plus eine Karte discarden. Sie discardet sich selbst für Kosten. Ja, Eren! Lass deine Scheißkarten, dann wirfst du in den Friedhof rein. Der das abwerfen. Ja, dann ab. Dann halt sie nicht in der Hand, Junge. Ja, dann mach dein Play. So, ich discarde Lecerato. Du meine Fresse! Special Sermin. Ja. Ups. Dann aktiviere ich Dark Lord Verzauberung. Ich discarde eine Dark Lord Karte und übernehme eine Kontrolle von Monster von dir. Ist okay. Was willst du haben?
Ich nehme Gizmec. So. Dann gehe ich mit den beiden auf den guten alten Punisher. Mhm. Dann sage ich Battleface. Du hast noch 8000, richtig? Ich habe noch alles, ja. Okay, dann sage ich Battleface. Ich sage seinen Effekt an. Dann gaint er 5. Dann ist er bei Thinking. Ja. Warte, Level 8 und 3. Der ist Level 8 und 3. Ja, das geht. Das ist der Turbo Kitty. Warte mal. Ja, Psychic and Punisher ist Level 11, mein lieber Turbo Kitty. Keine Sorge. Das hat er schon richtig gemacht. Das ist die Frage. Ja, ist okay. Mach mal. Dann ist der bei, was hast du gesagt? 5, 4, 5. Dann ist er bei 8, 9, 5. Mhm. Dann sag ich Manface 2 und Endface. Okay. Schaffe Turn. Keine Battleface? Ey, doch, ich war in der Battleface. Du hast nicht angegriffen, oder? Ja. Also, ja, aber kein Angriff, mein. Sure. Ja, 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 ich will ja. Warum soll ich angreifen? Okay, okay, cool. Ich fahr der Typ jetzt. Der hat jetzt, 8.150 Attack. Ja. Und das ist unaffected bei Card Effects, ne? Bei aktivierten Effekten. Unaffected bei aktivierten Effekten, natürlich. Zu Deutsch, ich müsste da reinhüpfen. In das Ding. Boah! Achttausend... 950, sagst du, so hat er, ne? Ja. Da bin ich auf 1450 runter. Dann kann ich dem Typen auch wieder was anhaben, tatsächlich. 1450. Dann fresse ich halt einen Shitton auf Schaden, ne? So, sobald ich jetzt in die Battleface gehe und ich reinrenne, dann hast du Game tatsächlich. Weil der kriegt ja wieder Angriff oben drauf, weil das Ding ja sehr, sehr gut geschrieben ist, ne? Weiß ich nicht, kann sein. Halt die Klappe. Ich hab kein Out. Warum packst du denn alles Psychic and Punisher rein, Alter? Weil der insane ist. Ja, wir gehen ins Nächste, das hast du tatsächlich. So, dann gehen wir mal rein. Und wie du es dir denken kannst, gehe ich auch first, ne? Ja. So. Hälfte? Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Alrighty. Draw some a main. Haut ein Main. Und. Ja. Dann gehen wir rein mit Cyber Emergency zum Adden. Ja. Wir adden uns daraufhin Cyber Dragon Core. Ja. Nom some Core Effekt. Ja. Wir holen uns Realm. Dann gehen wir hier in den Link 1. Almirage. Dann aktivieren wir Realm, um uns ein Cyberdeck-Monster zu adden. Ja. Wir adden uns dann als nächstes, wollen wir uns den Cannon. Da würde ich Cannon aktivieren, um mir ein Cyberdeck-Monster zu adden. Ja. Wir holen uns dann als nächstes Horn. Nom some Horn Target Cannon zum Equippen. Ja. Wenn du denkst, dass ich jetzt viel mehr mache, dann hast du dich geschnitten. Habe ich dabei in Mibiru reingespielt, by the way? Eins? Nee, fast vier Summons für nichts. Cool. Was macht denn die Field Spell? Ich habe irgendwie Angst. Welche Field Spell? Das ist eine Continuous. Die Field Spell, die Spell meine ich. Die da sucht mir und gibt mir eine zweite Normal Summon. Das war's, mir auch das Ding nicht. Okay. Okay. Und dann setze ich noch eine runter und damit bist du dran. Okay, Draw. Ja. Du hast zwei Handkarten. Ich habe drei. Drei, okay. Dann sage ich Stand by Main. Ja. Dann
fange ich an mit Dark Lord, Verbannung des Dark Lords. Ich würde eine Dark Lord-Karte suchen wollen. Das ist okay. Ich suche mir. Den hier. Der kann sich von der Hand specialen, indem ich zwei Dark Lord-Karten von Hand auf den Friedhof lege. Und ansonsten kann der Quick Effect Dark Lord Zauber und Feinkarten im Friedhof als Target wählen. Und dann 1000 und wählen sind Kosten und das dann beim Resolven kopiert er und mischt dies zurück. Das ist okay. So, dann möchte ich ihn specialen. Als Kosten werfe ich ab die beiden Dark Lords. Dann special ich ihn. So. Dann sage ich Effekt, ich zahle 1000, wähle den Search. Die kommt ins Deck. Ich suche mir Kontakt. Das ist eine Wiedergeburt. Dann Normal Simon Sharakusai. Think on normal. Ja. Ist okay. Dann gehe ich mit den beiden Hübschen auf Baroness. Dann aktiviere ich Kontakt für eine Wiedergeburt. Du musst ein K, willst du euch einmal zwischendurch zahlen, wie es aussieht? Ja, ich habe doch gesagt, 1000. Okay, Entschuldigung, ist mir nicht aufgefallen. Ja, mach. Genau, Wiedergeburt, dann specially Superbia in Death, weil die Death kommen muss. Wenn die vom Friedhof gespecialt wird, kann ich einen Fee specialen. Effekt, ich wähle Cerate zum Specialen. Das ist okay, jetzt Think on Res. Ja. Super Poli. Oh mein Discord Gott. Discord Emergency, deine beiden Monster. Die Darks wahrscheinlich. Ja. Starving Venom. Ja. Oh Mist. Aua. Aua. Okay. Dann muss jetzt einmal überlegen. Du hast noch zwei Handkarten. Weil was passiert, passiert was, wenn ich dein Stufe 4 Monster da schieß? Nö. Also die der Crip kommt im Friedhof und so, da passiert nichts. Nö, da passiert nichts. Okay. Du hast Darwin Venoms Effekt zum Gain nicht aktiviert? Ich hab's vergessen, ich sag's wie es ist. Ich hab den Effekt noch nie benutzt, aber ich meine Schuld, jetzt mach dein Ding. Okay, dann der hat 2-8, richtig? Der hat 2-8 Angriff, korrekt. Ja, dann Battleface, dann greife ich dein Cyberdark-Dingens an mit Baroness. Okay, Effekt wegen Damage Zap Horn, um was vom Deck auf den Friedhof zu senden. Ja. Ich bin überlegen, was wir uns reinknallen. Gizmec. Und ich krieg, warte, wie viel, waren zwei, ich nehme 600 Schaden. Ja. Dann Mayface 2. Ja. Wenn die Zauber zerstört wird, passiert nichts? Nö, passiert nichts. Effekt, Schuss, die Zauber. Das ist okay. Und dann, bist du dran. Endface, Effekt, Gizmec. Ich bin nicht 8 für Kosten. Warte, jetzt muss ich überlegen. Das annulliere ich dir mit Baroness. Okay. Draw. In Drawface Effekt Gizmec. Ist okay? Ja. Effekt Gizmec. Standby. Achso, ja, Standby, stimmt, du hast. Ja, du kannst außerdem nur einen von beiden Effekten von Gizmec aktivieren in einem Zug. Ah, okay, passt, okay, wusste ich nicht. Ja. Standby-Effekt, ich will Superbia zum Specialen. Das ist okay, kannst du machen. Kannst du Special ihn, Effekt zum Specialen vom Friedhof. Oh mein Gott, achso, ja. Special ihn. Ja.
Und dann, ja. Namens am Core-Effekt. Ja. Realm. Da würde ich auch Realm aktivieren zum Suchen. Ja. Suche mir Claw. Sag mir dein Graveyard bitte. Okay, was machen die da alle? Also Defusion, was macht der Dark Lord? Der macht gar nichts im Friedhof. Lies mal seinen Text bitte vor, bitte. Falls du vier oder mehr Monster mit unterschiedlichen Namen, Finstermonster mit unterschiedlichen Namen in deinem Friedhof hast, kannst du diese Karte als Tributbeschwörung beschwören, indem du ein Finstermonster als Tribut anbietest. Du kannst ein Finstermonster von deiner Hand auf den Friedhof legen, zerstöre alle Monster, die dein Gegner kontrolliert. Einmal pro Spielzug während der Endphase, falls dieser Effekt... Das reicht mir gerade. Dark, target den Dark Lord. Chain Nasten, wähl dies für eine Wiedergeburt. Für eine Wiedergeburt, das ist okay. Ja, ich habe wieder 1000 gezahlt, er kommt aufs Feld. Ich muss schon sagen, Cyberdarks sind ziemlich scheiße. Was hast du jetzt für Effekt auf dem Feld? Seinen Effekt habe ich benutzt, das ist der Kopier-Quick-Effekt. Ja. Der Special, wenn er vom Deck kommt und er kann abwerfen und Finstermonster und all deine Monster zerstören. Und der zerstört sich in der Endphase, wenn der Effekt aktiviert wurde. Und die Tribut sammeln. Er kann sich Tribut sammeln mit einem Monster, wenn ich hier Finstermonster. Zweite Normal Summer of Realm. Ja. Link. Access Code Effect Target Dark. Damn. Ja. Dann on Resolution. Hast du irgendwas? Nee. Effect Access Code. Wie viel. Mit was für ein Stats habe ich gerade zu tun, alles? 2643. Def 4000. Nein, 2-6, 2-4 und 2-3. 2-6, 2-4 und 2-3. Ja, dann hast du gerade irgendeinen Quick-Effekt frei. Nee, den habe ich schon benutzt und die haben keinen. Ja, dann poppe ich den dicken. Also den mit dem ganz vielen Stern von mir aus. 8-8-7. Ja, gut, dann den, wo du gerade Rebound hast. Scheiß drauf. Dann nochmal Effekt Access Code Pop Superbia. Ja. Und dann muss ich jetzt aber auch schon Battleface callen. Ja. Wie viel hast du so? Hat das Ding 2-6, ne? 2-6, genau. Dann 2-8 rein. 2-8 rein, ja. Der Access Code hat 4-3, ne? Access Code hat 4-3, korrekt. Ja, okay. Dann rein mal rein mit 4-3, ist okay für dich? Ja. 4, oh, warte, oh, was ist jetzt wieder mit meiner Kamera los? Ich hab den Autofokus ausgemacht. Ja, das ist gut, passiert doch mal. Dann setze ich noch eine runter, dann bist du auf 1,7 runter. Ja. Und damit gebe ich ab an dich. Draw. Eine Handkarte, eine Set? Eine Handkarte, eine Set, korrekt. Okay. Dann sage ich, Special Summon Alpha Beast. Das ist strong. Ja. Effekt Alpha Beast. Target sich selbst. Was kannst du alles targeten, ja, zum Bouncen? Beast, also von dir Monster. Nur Monster? Also die wählt nicht, aber Monster, ja. Non-targeting Monster. Die wählt nur sich selbst. Das ist was, okay. Welches bounce willst du von mir bouncen? Ich habe keine Response. Dein. Ja, dein Access Code. Okay. Dann. Ja, Special Summon mit ihm. Mhm. Und zack, Endphase. Okay. Draw. Summer Main. Effekt Gizmic. Ja. Holen wieder. Battleface. Ja. Trash Starving Venom. Ich fress 200.
Ja. Effekt Starving Venom? Ja. Rein für Game? Ja. Ja, Mann! Cyberdogs! Na, mach mal. Ich sage. Boah, geil. Hm. Effekt Ogre Dance. Ja, Ogre Dance ist fun. Search mir. Theramine. Mhm. Normal Summon Theramine. Mhm. Effekt Theramine, Zahl 600. Gamma. Ja. So. Und jetzt kommt die Dark Lord Place. Ja. Special Summon Nast und Kosten sind die beiden. Mhm. Ja. Dann hätte ich eine Karte verdeckt. Und deine meinst du? Draw for turn. Die beiden werden weg. Yeah. So, dein Boy sagt jetzt, du kannst Quick-Effekten, Effekten, Graveyard hier kopieren, ne? Ja. Moment. Ja. Dann sage ich, ansteckende Ausrottungsvirus. Ich tribute ihn und sage Zauber. Um was zu machen? Jetzt deine Hand anzugucken, alle Zauber zu zerstören und alle Zauber zu zerstören, die du die nächsten drei Züge ziehst. Okay, cool. Dann sind die beiden weg. Dann aktiviere ich mal Cyberdark Cannon, um mir ein Monster zu adden. Ja. Claw, dann Effekt Claw, um mir den Zauber zu suchen. Ja. Realm. Dann aktiviere ich Realm, um mir einen Cyberduck zu suchen. Ja. Na komm, wo haben wir denn jetzt einen... Wir suchen uns Horn. Ja. Dann gehen wir rein mit Nomsom Horn Effekt Target Cannon. Ja. Dann Battleface 2-4 rein. Ja. Effekt. Ja. Hau mir rein. Handkarten hast wie viele? Keine. Dann extra Deck Lock. Effekt Realm durch zweite Norme Summon. Ja. Effekt Edge Target Destruction Sword. Okay, bruh. Viel Spaß. Okay, ich zieh. Ja. Letzte Karten. So, du hast jetzt, hast du irgendwas auf dem Feld? Du darfst nicht aus dem Extra-Deck spielen und das Ding sendet mir halt was rein. Okay. Dann, und eine Handkarte. Eine Handkarte, korrekt. Dann sage ich, Manifest Umgedance. Mhm. Wie viel Angriff hat die? Das Ding hat jetzt 1200 Angriff. Das ist mir sehr mies. 1200? Ja. Ist die irgendwie protected? Wenn das Ding durch Kampf zerstört wird, kann ich das Ding, glaube ich, abhängen. Ja. Dann wird einfach nur der extra Deck Lock Suggestion zerstört. Okay. Dann Normal Sign Zermi. Mhm. Effekt Zermi. Das heißt 600? Ja. Mhm. Ich suche mir. Natürlich. Ich suche mir. Ach, belastend. Foxy-Tune. Mhm. Dann Foxy-Tune Effekt. Ich will sie special, nämlich ein Punk-Monster Opfer. Mhm. Special Effekt Zermin, um sie 600 zu pushen. Mhm. Dann sage ich Battlefield. Wie viel Angriff hat das Ding jetzt? 2-9 ist okay. Dann greife ich. Warte mal. Die über der Zauber auch abhängen, um sich nicht zu zerstören? Ja, beide. Achso, okay. Ja, dann greife ich den extra Deck Lock an. Das sind 1200. Wie viel hast du gesagt? 2-9 hat das Ding, ne? 2-9. Dann fresse ich 1-7. 1-7, so. Die LP gaint nur.
Necron, darf ich kann. Ja, okay, nee, du musst zerstört werden. Ja, dann. Ist okay? Endphase, ja. Alrighty, draw for turn. Was für ein Typing ist denn das? Ich musste meine Spell zeigen, die wird abgeworfen. Müssen wir noch unter dem Virus da. Handkarten keine, ne? Nee. Das Trudo Target Edge. Ja. Ich zahle die Hälfte meiner Lebenspunkte. Ja. Bin ich auf 3150? Ja. Nimm zu. Ja. Hulk Effekt. Ja. Ja, dann Special mit Gamma, scheiß drauf. Dann müssen wir es so machen. Unicorn. Ja. Access Code, Effekt Access Code, Target Unicorn. Ja. Effekt Access Code, poppt ein Monster. Ja. Battleface Game. Ja. Ja! Baby, let's go! Hey, guck mal, warum das Gurkenwasser? Ich bin, mich stört Gurkenwasser nicht, aber Ingwer und Ingwer stört anscheinend Niska nicht, aber ihm das Gurkenwasser. Darum war das die Dings. Darum war das, unser Kompromiss, weil Niska wollte sonst sagen, ich mach Bart ab. Oh, was für eine schlimme Bestrafung. Okay, dann auf euch, Leute. Danke für alles. Oh Gott, das irgendwie. Ich habe, glaube ich, mich für falsche Gurken entschieden. Aber ich probiere erstmal von den Gurken. Ja, nee, das geht. Aber jetzt eine Ingwer-Scheibe. Ich fange jetzt mit der Ingwer-Scheibe an. Das Ding ist, ich kau ein bisschen, aber den Rest schlucke ich runter. Auf Ex, ja, aber hallo. Aber nee, das würde Niska machen. Das machen wir ja nicht. Ich hab grad gegen Nash auf die Weg. Oha, nice. Oh Gott. Nee, ich kann das nicht alles zerkauen. Nee, auf keinen Fall. Ich hab eins. Oh Gott. Okay, ich trinke das jetzt. Nix nicht geäxt, what the fuck? Moin, Suchti, moin. Ja, mit den Stücken ist echt, das ist echt schwer. What the fuck? Wie soll ich das? Warte mal, ich nehme jetzt alles in den Mund, kau ganz schnell und schluck's runter. Okay, let's go. Oh.